Was ich mache ist, beim Üben trenne ich diese Bereiche, weil das sind halt mehrere Sachen. Ein Instrument spielen und Musik machen, da macht man immer mehrere Dinge gleichzeitig. Also beim Musik machen, das ist immer wie eine Art Multitasking, weil mehrere Prozesse gleichzeitig laufen, weil du hast schon gesagt, Timing, ja? Rhythmus und Timing muss da stimmen. Man braucht eine gewisse Technik, man muss wissen, wo sind die Töne, die ich spielen will und so weiter, ja? Und Phrasierung, wie spiele ich die dann an? Es reicht nicht nur zu wissen den richtigen Platz und dann das alles dann in dieser Zeit wieder im Timing. Ne? Und deshalb ist mein Konzept immer zu sagen, wir trennen das in einzelne Bereiche. Wir üben den Rhythmus einzeln, wir trainieren die Töne, welche Töne brauche ich, um in deinem Fall Blues zu spielen und so weiter. Und dann am Ende setzen wir das zusammen. Ja? Als Kind habe ich mal Fußball gespielt, da fand ich es dann doof. Wo ich dann beim Fußballtraining war, habe ich in Mannschaft gewechselt, weil wir umgezogen sind. Und die haben nicht einfach nur drauf losgebolzt, sondern da mussten wir dann um Hütchen trippeln und dann eine Runde laufen und dann, keine Ahnung, Pässe spielen und was weiß ich. Und das fand ich doof, weil ich wollte ja spielen. Ja? Was ich da noch nicht begriffen habe, du trainierst all diese einzelnen Sachen um Hütchen drumherum, damit du dann, wenn wir in den letzten 10 Minuten gespielt haben, damit du dann um den Angreifer drumherum trippeln kannst, damit du das geübt hast. Ne? So, und du bist die Runde gelaufen, damit du die Ausdauer bekommst, um überhaupt 90 Minuten spielen zu können und so weiter. Und genau dieses Konzept machen wir auf der Gitarre. Also ich würde nicht gleich mit einem Song anfangen, sondern wir gucken uns die einzelnen Elemente an, die du zum Spielen brauchst. Und dann, das dauert natürlich eine Weile, das geht nicht sofort von heute auf morgen, aber innerhalb kürzester Zeit trotzdem setzen sich diese Elemente zusammen und dann klingt das plötzlich wie Musik. Und dann kannst du, das ist ja dein Ziel, hast du gesagt, selber improvisieren mit der Musik. Lass uns einfach gleich mal einsteigen. Damit du gleich was hast, was praktisch ist, was du umsetzen kannst. Ja? Und vielleicht hast du das auch schon gemacht in deinen Kursen, die du da gemacht hast. Das weiß ich jetzt ja nicht, was schon da ist. Deshalb die erste Frage: Hast du schon mal von der Mollpentatonik gehört? Kannst du die spielen? Okay, mir reicht diese eine Lage. Ne? So, spiel die bitte noch einmal so wie ich gerade, vom tiefsten zum höchsten und wieder zurück einfach. Das kannst du schon und das ist der Anfang fürs Improvisieren. Eigentlich gäbe es noch eine Stufe davor. Wenn es jetzt nur ums Improvisieren, wir denken noch nicht in Stilen wie Blues oder irgendwas, wenn es jetzt nur ums Improvisieren ginge und manche üben sowas, um sich frei zu machen, könntest du theoretisch auch irgendwelche Töne spielen. Also. Irgendwas gespielt. Ja? So, das ist schon improvisieren. Ich spiele irgendwas. Ne? Das ist der erste Step. Aber du hast ja jetzt schon eine Auswahl aus dem ganzen Instrument, unabhängig davon, ob du das auf der Akustik machst oder auf der E-Gitarre. Du hast jetzt schon eine Auswahl getroffen, bestimmte Töne und dann auch in einem bestimmten Bereich. Und das ist auch gut, weil wenn man alles machen kann und so, dann weiß man halt auch nicht, was man machen soll. Und deshalb ist diese Tonleiter am Anfang erstmal gut, um damit zu improvisieren. Und das wäre das Erste, wie du anfangen könntest, indem du nämlich genau mit diesen Tönen frei spielst. Und frei heißt, du kannst den Rhythmus frei entscheiden und die Reihenfolge. Und was ich jetzt mal mache, das kannst du gleich probieren. Ich lasse jetzt einfach mal, damit es klingt, aber man kann das dann auch anders lösen. Du hast ja gesagt, du willst dann gerne mit Aufnahmen spielen und mit Backing Tracks. Ne? So, aber wie viele früher angefangen ist, die haben einfach die A-Seite klingen lassen und spielen die auch immer mal an. Und jetzt spiele ich einfach mal frei mit dieser Pentatonik. Das ist auch Improvisation. Und jetzt klingt es schon eher wie was uns bekannt vorkommt, weil wir jetzt schon den Tonauswahl getroffen haben. Mach das mal bitte. Versuch mal, du wolltest jetzt schon so einen kleinen Slide und so machen, weil du das wahrscheinlich schon mal gemacht hast und so. Ich meine hier so ein Slide oder so. Kannst du theoretisch machen, aber musst du nicht. Es geht jetzt noch nicht darum, was Schönes zu spielen, sondern wir erforschen jetzt den Klang dieser Tonleiter. Brauchst auch nicht bänden, theoretisch. Kannst erstmal einfach stehen lassen. Habe ich auch nicht gemacht. Okay, kein Problem. Muss dich nicht entschuldigen. Muss dich niemals entschuldigen,
Weil erstens, wir sind ja sowieso dazu da, um zu lernen, und Fehler machen gehört zum Lernen, meiner Meinung nach, weil so lernen wir das. Ja? Fängt schon im Kindesalter an, versuchst aufzustehen, fällst um. So lernst du laufen. Dann stehst du wieder auf, fällst um, stehst du wieder auf, fällst um, und bis du irgendwann kannst. Also überhaupt kein Stress. Und auch von mir, du musst auch nichts Schönes spielen oder so. Ich bewerte das jetzt nicht. Oh, das war aber, naja. Alles Prozess, ja, alles Lernprozess. Okay, und da habe ich doch schon gesehen, du kannst doch schon improvisieren. So, also wir fangen nicht bei Null an. So, anscheinend entspricht nur das, was du spielst, nicht dem, was du gerne spielen möchtest. Ja, das ist ja erstmal ein Anfang. Ist ja erstmal ein Anfang. Naja, ist eigentlich nicht technisch, sondern du spielst halt meistens so ein bisschen die Tonleiter. Dann machst du mal da. Da passiert halt noch nicht viel. Ist noch keine konkrete Aussage, ne? Ich frage jetzt einfach mal dich, was müsste sich denn deiner Meinung nach ändern, damit das besser klingt? Eine Sache hat man schon, das war das mit der Phrasierung, das lassen wir jetzt mal außen vor, das ist ein technischer Aspekt. Was könnte, einfach weil der, den müssen wir dann nochmal gezielt angehen und üben. Das wäre eine Variante, wenn du sagst, du möchtest gern, dass du die Melodie voraushörst, die du spielst. Ja? Das ist der Bereich Gehörbildung, ist auch ein eigenes Fach in der Musik. Das kannst du ganz leicht in deinen Überalltag integrieren. Das fängt damit an, spiel mal das tiefe A. Kannst du diesen Ton singen? Oder? So, und jetzt, bevor du spielst, kannst du die Tonleiter singen. Okay, was du jetzt gesungen hast, war... Du hast gerade A-Dur gesungen. Ach so, naja, diese Tonleiter meine ich natürlich. Die A-Moll-Pentatonik, genau die, die wir gerade üben. Du brauchst nicht die Töne, also kannst du, wenn du das kannst, super geil, aber mir reicht einfach der Sound erstmal. Okay, das ist überhaupt nicht schlimm. Das Coole ist ja, diesen Sound hattest du sofort im Kopf. Den Sound der Moll-Pentatonik. Ba, ba, du, da, du, da, du, da, du, da, du, da, di, di. Ba, du, da, du, da, du, da, du, da, du, da, di, di. Den hast du nicht im Kopf. Das ist nicht schlimm, weil jetzt weißt du genau, was du üben kannst, das zu singen. Woran liegt das? Die Dur-Tonleiter, die hörst du, seit du ein Kind bist schon. Die hörst, weil das jedes Kinderlied ist, ist diese Dur-Tonleiter. Deshalb haben wir die absolut gespeichert. Diese Moll-Pentatonic-Sound, das kam wahrscheinlich erst, als du ein bisschen jugendlich warst und dann in diese Blues- und Rockschiene gekommen bist, dann hat dein Ohr das zum ersten Mal. Das ist quasi viel später in deiner Entwicklung dazugekommen. Aber das ist trotzdem super leicht, weil das ja schon immer deine Musik ist. Das musst du nur so üben. Du spielst einfach diesen Ton, singst den nach. Und dann versuchst du den nächsten zu finden. So hast du es ja gemacht. Du hast eigentlich das H gesungen. Und dann hast du kontrolliert. Nee, der ist es. Okay. Dann suchst du dir den nächsten. Ba, da. Selbst wenn du rätst und dann überprüfst, war ich richtig. Ba, du, da. Ich singe jetzt mit Absicht den falschen, ich singe den Blue Note. Ba, du, da. Nee, das ist er nicht. Ba, du, da. Ach, da ist er ja. Und wenn du das einfach, das muss auch nicht an einem Tag alles geschehen. Das sind aber, im Prinzip willst du 5 Töne lernen. Dann beginnt es ja eh von vorne. Du brauchst da nicht mal theoretisch rangehen, weil die Übung geht dann weiter. Du musst nicht wissen, welche Töne das sind oder auch ob das Halbtonschritt ist. Das kann man alles machen. Das ist aber für diese Übung, die wir gerade machen, völlig unwichtig. Selbst jemand, der keine Ahnung von Gitarre hätte und noch nie von Musik, der einfach nur singt, Sänger zum Beispiel. Ja, also nicht, dass Sänger keine Ahnung von Musik hätten, aber die jetzt kein Instrument spielen, um das zu visualisieren, die könnten diese Übung machen, weil es geht darum, dass, was jetzt einfach wir trainieren wollen, ist diesen Sound zu erzeugen. Ba, du, da, du, da, da. Und wenn du das über ein A kannst, dann wählst du einen anderen Ton, gehst einfach hier irgendwo anders hin auf die Tonleiter. Ich gehe jetzt mal hier hin. Jetzt ist das unser neuer Grundton, unser neuer Start. Und ob du nun weißt, welcher Ton das ist und wie die Töne heißen, das ist in dem Moment vollkommen unwichtig, sondern du singst dann. Und das machst du so lange, bis du von jedem Ton aus, also beliebig zu jeder Zeit, man kann dich nachts um 3 wecken und sagt, jetzt von dem Ton. Dass du das sofort im Ohr hast.
Dann heißt das einfach, dass es abgespeichert ist, so wie alle meine Entchen. Und das, wenn du es dir nicht gleich merken kannst, das ist ganz normal. Das ist wie, wenn man eine Fremdsprache lernt und man hört eine Vokabel zum ersten Mal und die ist vollkommen fremd, die klingt auch nichts, was ähnlich ist, was man schon kennt. Und 5 Minuten später hat man die komplett vergessen. Man kann sich an, nicht mal den Anfangsbuchstaben erinnern, das ist wie weg. So ist es hier auch, das kann weg sein. Dann holst du es wieder hervor und je öfter du das hervorholst, das nennen wir nämlich wieder erinnern, ja, aus der Erinnerung hervorholen, trainierst das und irgendwann wird der Tag kommen, dass es immer besser, immer schneller geht und dann kannst du es singen. So, warum trainieren wir das? Du hast gesagt, du möchtest gern voraushören, was du spielst. Wenn du die Tonleute hast, dann kann ich auch anfangen, mit den Tönen rumzuspielen, anstatt nur hoch und runter. So ungefähr. So, das ist Schritt 1 quasi. Das kannst du sagen als Übung 1, die hat nichts mit Spielen zu tun, noch nicht mal eigentlich mit Gitarre, obwohl du nimmst die Gitarre als Hilfsmittel, um dir den Ton zu geben und dann zu überprüfen, ob du richtig gesungen hast. Und ich habe das mit der Sprache erzählt, weil es braucht eine Weile, bis das einsinkt. Es kann sein, dass du es heute hinkriegst, weil du es schon im Kurzzeitgedächtnis hast, so oft gehört hast, und morgen aus der Kalten, ohne dass du die Tonleiter vorher spielst, kommst du gar nicht mehr drauf. Das ist normal. Dann singst du plötzlich wieder die Dur-Tonleiter. Dann musst du wieder anfangen. Und je öfter du das machst, irgendwann ist das Second Nature ganz normal für dich. Das kommt dann raus. Das ist Übung Nummer 1 zum Thema Gehörbildung, was dann später, das dauert aber länger, dann irgendwann in dieses Gefühl, dass du vorher weißt, was passiert auf deinem Instrument. Oder dass du hörst deine Linie, die jemand spielt und weißt, das sind doch die Töne oder so. Ne? Das ist ein ewiger Prozess. Da gibt es keinen Anfang und kein Ende, weil das kann man in so vielen Schattierungen gut und schlecht und immer besser können. Deshalb, da gibt es kein definitives Ende, wo man sagt, jetzt bin ich der Gehörbildungsmeister. Deshalb sage ich, geh es langsam an, sing das einfach jeden Tag und dann, keine Ahnung, 5 Minuten reichen da fast schon, vielleicht mehrmals am Tag zum Kontrollieren, ob du das noch dich erinnern kannst. Das muss nicht lange sein. Du sollst überhaupt nicht in Tönen und in irgendwas denken. Du sollst nach diesem Ton in deinem Kopf, ohne, du kannst ja auch woanders anfangen, das sind andere Töne. Ich würde nicht in Halbtönen denken, weil das sind jetzt 3 Halbtöne. So, das kann man wissen, das ist eine Wissensinformation, aber das nutzt dir gar nichts, weil du willst den Klang. Du kannst auch nur am Anfang die ersten 2 Töne üben. Ba-di-da, jetzt von hier. Ba-di-da. Jetzt von hier. Ba-di-da. Du musst es einfach versuchen, mach's nicht zu kopflastig. Also mach's nicht intellektuell, das ist eine Höraufgabe. Hör hin. Wenn du keine Chance hast, nichts weißt, du kannst auch raten, kannst du nicht Badi, das ist auf keinen Fall, aber Badi, nee, habe ich falsch gesungen, dann hörst du es dir an, mach's nochmal. So, also das ist eine rein Wahrnehmungsgeschichte ist das. Du kannst das halt nicht herdenken, weil du nicht wirklich die Töne, die Abstände schon hörst. Das würde dann funktionieren, wenn du schon Gehörbildung ganz viel gemacht hättest und wirklich wissen würdest, du glaubst das zu wissen, aber du weißt nicht, wie ein Ganzton, ein Halbton und ein innerer Tonart und so klingt. Das ist komplizierter, als du es vorstellen kannst. Und deshalb kannst du es nicht auf einem intellektuellen Weg jetzt lösen, weil du musst diesen Abstand, den musst du erstmal einprägen als ein Sound. Okay, das ist Übung Nummer 1, um dorthin zu kommen. Jetzt, was gefällt dir noch nicht an deinem Spiel? Außer, dass du nicht voraussehen kannst, was da kommt. Das ist die Entwicklung. Die Frage ist, wenn ich jetzt ich mache jetzt ein Blues, spiele ich mit dir. Und du improvisierst mit dieser Amol-Pentatonik dazu. Die Frage ist, und wir würden das jetzt aufnehmen und danach analysieren, wie Fußballer nach einem Spiel ihr Spiel analysieren und sagen, guck mal, du hast meinen Pass nicht bekommen, weil du wieder geschnorcht hast und nicht geguckt hast. So ist jetzt die Frage, was würdest du sagen, wenn du dein eigenes Spiel analysierst, was muss da besser werden? Also wir machen es sehr konkret. Oder was würdest du gern anders machen, wenn du spielst? Was muss ich dann an dem Spiel verändern? Die Frage lautet, warum hast du keinen Spaß? Was müsste sich verändern, dass das Spaß macht? Ach so, dann, das ist aber ein anderes Thema. Das ist, was du mir jetzt sagst, ist, du willst gern nachspielen, was JJK gespielt hat. Das ist nicht Improvisation. Mach ich dir. Pass auf, ich übertrage das jetzt mal nach A, damit wir in A sind. Pass auf. Jetzt spiele ich nur diese Pentatonik.
So, ich habe noch nichts Spezielles gemacht. Ich habe manchmal ein Slide drin gehabt. Es fällt mir schwer, quasi das Spiel dann extrem down zu graden. Aber wir kommen ja dahin, so dass ich nur noch einzelne Töne spiele. Aber ich habe nichts Komisches gespielt. Ich habe auch nicht schnell gespielt. Und ich habe Töne stehen lassen. Und warum ich dir das jetzt gezeigt habe, ist, weil ich der Meinung bin, du hast schon alle zumindest Rohzutaten, das Werkzeug, um so zu klingen. Guck mal, ich mache jetzt ganz ohne Bending. Ich versuche nochmal. Mal keine Bendings, keine Slides. Oh, Slides, sorry. Kam automatisch bei mir. Ich habe jetzt versucht, so einfach wie möglich zu spielen. Und das könntest du schon. Ich habe das Gefühl, nein, bestimmt, aber dass, du müsstest einfach mal so einen Track anmachen und dazu spielen und dann ein bisschen loslassen und nicht die ganze Zeit, ich habe das Gefühl, du kommentierst, das wäre sowas, ah, das ist noch nicht JJ Cale, dass so ein Gespräch bei dir abläuft und du dadurch nicht die Zeit hast, das zu hören, zu entwickeln. Ich meine, man spielt am Anfang nicht immer schön, ja? So, aber eigentlich kann man hier fast nichts falsch machen. Ich spiele einen Ton. Habe genau, was ich gesagt habe. Du hast genau das bestätigt. Ich habe gesagt, zu viel im Kopf. Das heißt, du kannst auch einen Ton hinlegen und zuhören. Quasi, ich bin nicht mehr der Spieler, ich bin jetzt der Hörer. Ich spiele einen Ton, ich mache das an. Ah, cool. Wie klingt denn der hier? Auch schön. Wie klingt denn der hier? Ja. Der löst sich nicht so richtig auf, okay? Okay, er hat eine Spannung. Kann ich was damit machen? Oh, herrlich. Nochmal, in die andere Richtung. Oh. So, und das ist Lernen. Das ist, du musst das ja erstmal erfahren. Also, man kann das sicherlich auch alles intellektualisieren. Ich könnte dir jetzt genau sagen, ja, das ist das D, das ist die 11 über A-Moll, die klingt so ein bisschen, je nach Kontext, in dem Fall klingt sie halt ein bisschen dissonant, die ist auch nur eine Optionsnote und keine Akkordtonnote. Könnte ich alles runterlabern, aber mache ich nicht, weil ich nicht so denke, sondern okay, eine Spannung, die löse ich halt auf. Ach, wenn der nicht schön ist, geht das auch zu. Und ich will bloß, dass du das auch machst. Das wird jetzt Teil 2 deiner Übung, dass du einfach improvisierst, zuhörst. Wenn du was Schönes hast, spiel es nochmal. Was nicht klingt, egal was es ist, lässt sich immer auflösen. Pass auf, ich mach's vor. Spiel es, was überhaupt nicht klingt. Oh, geil! Noch ein Beispiel. Und dann dachte ich, oh mein Gott, das ist der komplett falsche Ton. Und dann habe ich aufgelöst, oh. So, und diese Lernerfahrung nimmst du dir, wenn du versuchst, alles zu kontrollieren mit deinem Kopf, während du spielst. Und du kannst ja sagen, oh, der ist gerade irgendwie, man darf nicht sagen falsch und schön, ist auch schon schwierig, aber vielleicht, oh, der ist aber interessant. So, das hört sich jetzt nach so ein bisschen, keine Ahnung, esoterisch an, aber genauso funktioniert das. Und das wird deine zweite Übung, das ist wichtig, dass du loslässt und während du Improvisieren übst, wir nennen das jetzt, das ist Improvisieren üben, dass du es nicht bewertest, nicht korrigierst, nicht intellektualisierst, sondern du spielst und hörst. Und das ist eine Sache, wo man das lernt dabei. Um auch mal zum Fußball zurückzugehen, weil wir das heute den ganzen Tag schon haben anscheinend, oder unsere Stunde zumindest. Das ist wie, klar kann man sich Spiele angucken, Laufwege und so, aber du musst doch auf dem Platz stehen und mal rennen und mal spielen und die Erfahrung sammeln. Oh, wenn ich gestresst bin, dann gucke ich nicht, wo mein Mann ist oder was weiß ich, zu dem ich passen will. Das Machen ist wichtiger als alles, was du in dem Buch lesen kannst oder was du dir vorher überlegen kannst.
Fußball spielen kannst du auch, wenn du keine Ahnung davon hast. Du musst nur die Regeln natürlich wissen, ja, wo muss der Ball hin und wer gehört zu meinem Team? Aha, die in grün oder was auch immer. Und dann, mehr brauchst du erstmal nicht. Und den Rest, guck mal, wie hast du als Kind Spiele gelernt, ja? Kartenspiele oder so. Hast du dir da ewig lange erstmal ein Buch über Skat oder machen wir es noch rein, noch Rommi oder so oder Mau Mau von mir aus, durchlesen? Nee, die Leute sagen, ach komm, spiel mit, los hier, wir erklären dir die Regeln nebenbei. Und dann haben sie so die Grundlagen, ja, die Karte und die Karte. Und dann hast du das gemacht und dann sagen die, nee, das darfst du nicht. Wieso nicht? Na, da gibt es noch die Regel. Ah, cool. Und dann hast du weiter gespielt, dann wieder das, nee, das geht so nicht. Wieso? Na, da gibt es noch die Regel. Die sagen doch nicht, ich erkläre dir jetzt mal alle 200 Regeln von dem Spiel, sondern so die Grundlagen, dann wird gespielt und nebenbei lernst du, ah, da gibt es noch das, da gibt es noch das. Genau. Und ohne ständig zu sagen, ah, das klingt noch nicht wie mein Held oder so, weil das geht natürlich nicht. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Was muss geschehen, damit das mehr wie dein Held klingt? Auf der Akustikgitarre, die du jetzt da hast, geht das schwer. Ich habe den Eindruck, du möchtest auch gern sowas hier machen. Oder liege ich da falsch? So, deshalb habe ich das erstmal auch mein Spiel so angepasst am Anfang, weil ich ja wusste, du hast jetzt die Akustikgitarre. Da würde ich, wenn man auf der Akustikgitarre spielt, würde ich auch nicht den bänden, aber du kannst ja da, wo du hinbänden wolltest, erstmal mit einem Slide machen. Und das kannst du auch einfach trainieren, indem du machst diesen Backing-Track an. Und jetzt mache ich einfach mal. Und wenn das am Anfang nicht klingt, wenn es so, dann jetzt lasse ich den Track laufen und versuche das zu erzeugen. Jetzt rede ich gerade davon, egal ob du, was du spielst, dass wenn du jetzt sagst, oh, ich möchte gerne so einen Slide lernen oder so, dass du den auch wieder zu diesem Track einfach probierst oder von dem hier rüber. Es ist aber was Allgemeines, was ich sagen will. Ich würde keine technische Übung jetzt in deinem Stadion daraus machen, aus diesen Phrasierungsgeschichten, sondern mach den Track an und probier mal. Egal, ob du jetzt auf der E-Gitarre bändest oder wenn du slidest, versuch mal verschiedene Sachen. Lass uns mal jetzt noch, ich möchte gern noch eine konkrete Übung. Das waren ja jetzt zwei. Das eine ist die Gehörbildung, da musst du halt singen, ist noch nicht so viel spielen. Dann sollst du improvisieren. Ohne dich zu bewerten, weil das ist ein Prozess, einfach machen. Ja? Ja. Und jetzt möchte ich dir gerne noch was geben, was du konkret üben kannst. Wie du dann schon aus dieser Pentatonik mehr rausholen kannst. Ja? Und zwar, hey YouTube, vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Alle Noten, alle Tabs und alle Backing Tracks, die findet ihr auf meiner Patreon-Seite. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir auch in die Kommentare. Dann weiß ich, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Und ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.